Vergesst nicht, dass wir so liken, den Kanal zu abonnieren, so wie die Glocke zu aktivieren. Einen bei den anderen Kanälen zu abonnieren, die ihr auf einer Galtschaft öffentlich findet. Um auf Instagram und Twitter zu folgen. Dann begrüße ich euch nun zur nächsten Folge Manchmal Fakten. Ich habe mir mal 5 Sachen von euch rausgesucht, die ich euch sofort vorstellen werde. Und wenn ihr weitere Ideen habt für Manchmal Fakten, dann schreibt mir per Kommentar unter das Video. Und, ein paar gutes und richtiges Film ist wieder eingeblendet. Wie sonst auch. Bewertet Dinge, die ihr gut findet, mit einem Daumen nach oben. Und schaut das Video auch ruhig in die Playlist nach. Und dann geht's auch direkt los mit Fakt Nummer 1. Der erste Fakt ist von Eximals Minecraft und schreibt, Hexen sind jetzt normale Mobs. Und das kann ich mir jetzt auch noch vorstellen. Zwar, ich geh mal hier. Ein bisschen weiter weg, ich geh. Geben wir auch hier 64 davon von diesen Dingern. Und einfach mal und ihr seht. Hexe greift mich nicht an. Ach, jetzt schon, oder? Ich glaube, ich fasse jetzt weit nah dran oder so. Ich soll jetzt angeblich neutral sein. Habe ich auch so im Minecraft-Wiki nachlesen können. Aber irgendwie sind die jetzt doch aggressiv. Wahrscheinlich, weil ich jetzt einfach so nah dran stehe. Vorstellen und scheiß dran bekommen hier. Ich will aufregen hier, ey. Ich kack Dinger. So, ich geh so da weg. Zack. Survival Mode. Angeblich soll ich mich nicht angreifen. Neutral sein. Sie gerade nicht. Da mache ich was falsch. Ich kenne mich wie sie auch nicht mit der Version aus. Na. Deswegen entschuldige das einmal. Aber in Minecraft steht auch, dass wir neutral sind. Ich denke, es ist einfach trotzdem jetzt hier richtig. Na. Weil Minecraft gerade eine höhere Macht. Als meinen Testen hier. Und ich würde sagen, weiter geht's. Der zweite Fakt ist von Creeper zusammen mit einem Schaf und er schreibt, und diese Katzen spawnen jetzt oft mit Katzen. Das war jetzt eine Antwort auf den Fakt gerade eben. Und der Fakt bezieht sich auch auf diese Hexen, und zwar sollen jetzt mal mit Katzen spawnen. Auch das habe ich mal gerade nachgelesen. Und auch dies stimmt, ich habe ja leider keine Hexenhütte. Aber in den Hexenhütten sollen jetzt immer ein paar Katzen spawnen. Die sind immer schwarz. Und die spawnen jetzt einfach manchmal in diesen Hütten. Diesen Sumpfhütten rein. Da kommen diese schwarzen Katzen finden. Ich hoffe, du hast Schaden daran gedacht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, so wie das Video hier zu liken, meine beiden anderen Kanäle zu abonnieren, die ihr auf meiner Kanalschaltung verlinkt findet, und mir auf Instagram und Twitter zu folgen. Wenn du es dies noch nicht getan haben solltest, dann tu das bitte jetzt. Fakt 3 und 4 kommen von MCKimmer777 und er schaut als erstes, Villager können sich aus der Nachtzeit schlafen legen und zweitens, im Nether können sich Villager in ein Bett legen, ohne dass er explodiert. Und diese beiden Fakten fand ich schon jetzt interessant. Und zwar, ich setze einfach mal ein jetzt hier hin und ein Villager, ich mache hier Times at Midnight. Und jetzt soll sich der Typ mal schlafen legen. Und dieses Bett ist belegt. So. Ha! Und ansonsten ein guter Player. Und der einzige Typ, der aber beim Schlafen die Augen offen lässt. Wie ihr seht, Junge, der steht ja lächerlich. Der liegt mir diese alte Maschine, die. Ich weiß nicht, wie der heißt. Mit M. Ja, da gibt es auch so ein Villager. Schlafen legen. Ich habe meinen Ordner. Weil ich ist ja ganz zufällig drin, der Mod. Ich glaube auch nicht. Ich habe schon mal vorgestellt. In der Mod-Vorstellung. Ich weiß jetzt gerade nicht. Oh Mensch. Keine Ahnung. Also hier Millionär-Mod heißt er.
Millionär. Na. Du weißt, der Mordor haben sich auch mal schlafen gelegen, das weiß ich auch noch. Und, ja. Einfach bitte mal abbauen. Ich will den auch direkt mal töten hier für seine Scheiße, dass er hier gemacht hat, hier, dass er meinen Bett schläft. Und ich würde sagen, probieren wir einfach mal im Nether aus. So, irgendwie Rain, ich weiß jetzt doch ein bisschen jetzt. Der Nether ist erstmal geladen wird in der neuen Version, die sind noch mehr Bilder unterwegs. Ich hab's hasse, ey, wie alle hier rumlaufen. So, uiuiui. Und wenn das was eben bekommt, guckt aber mal in einem Tutorial mal nach. Ich sage, ich nehme mich weiter weg. Hier hin. Falls es noch schief gehen gehen, so, also schief gehen sollte. Blätter. Der Typ. Legt sich einfach mal schlafen. Da rutscht ein bisschen raus. Oder wie auch immer. Aber ihr seht, das Bett explodiert nicht. Was ich sehr komisch finde. Eigentlich müsste es explodieren. Ist ja der Nether, wenn ich jetzt schlafen gegen mich nehmen würde, dann wird es hier ein bisschen Attacke geben. Ja, ich will jetzt nicht zeigen. Die Typen legen sich einfach schlafen. Das war schon Sample wert. Und, ja. Ruhig dann halt einfach aus. Ich lasse mal hier. Gut, dann weiter geht's. Und der letzte Fakt, der auch am besten bewertet wurde, kommt von Michael Creeper und er schreibt: Wenn man einen Villager noch nicht getötet hat, kann man immer wieder die Workstation abbauen und schon ändert der Villager immer seine Angebote. Und wenn ich weiß, dass dieses Workplace-Item ist, das ist der Lektern. Muss ich auch erstmal nachgoogeln. Hier Workplace, also der Fireworks. Ich weiß gar nicht, was jetzt dieses Workplace ist. Was soll dieses Lektern sein? Wenn ich das hier hinsetze, dann bekommt dieser Villager einen neuen Beruf. Hat er mehr Work. Deswegen wahrscheinlich auch Workplace, ne? Jedenfalls hat er jetzt Effizienz 4 und Bücherregale. Und jetzt kann ich das einfach mal abbauen. Wieder neu setzen. Jetzt hat er davon manchen Emerald. Und Loyalty 2. Das Ding wieder abbauen. Wir haben einen normalen Beruf. Okay, hier geht es halt zum Beispiel. Bane of Arthropods. Ja. Das ist jetzt wieder. Ja. Wir müssen einfach warten, bis er den Beruf verliert. So, dann hat er jetzt hier Bücherregale wieder und Emerald. So, zack. Das ist zum Beispiel hier Luck of the Sea. Ja. Zum Beispiel. Und jetzt hat er Riptide. Jetzt hat er zum Beispiel Respiration und dann kann man einfach so lange machen, bis er mal seinen Wunschstopp, nicht Wunschstopp, sondern halt sein Wunsch-Item hat. Ein kleiner Lifehack. Und das ist auf jeden Fall ein cooler Fakt zum Abschluss. Das ist es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da. Ah, nicht vergessen. Und tschüss.